Es ist nachts und es ist irgendwie nicht die Zeit eigentlich, um jetzt was zu filmen, aber ich dachte mir, ich mache mir mal eine koreanische Fruit Bowl. Und ich nehme euch dabei mit. So, als erstes muss ich die Melone wohl zerteilen und klein schneiden. Das mache ich mit einem großen Messer. Lass dich zerteilen. So, jetzt habe ich's. So, jetzt nehmen wir ungefähr die eine Hälfte, weil ich will gar nicht so viel Obst da drin haben. Also klar, aber ich will das auch irgendwie aufessen können und. So. Und das machen wir ab, den Rand. Ich habe die bei vielen TikToks gesehen und dachte mir da schon, das will ich auch mal machen. Ich will auch unbedingt eine koreanische Fruit Bowl hier machen. Melone. Ich habe auch schon lange nicht mehr eine Melone gegessen. Ich glaube, letzten Sommer. Das wird jetzt Premiere. So. So. Sehr viel Melone, weil es irgendwie, glaube ich, der Hauptzutat, also der Hauptanteil ist an Frucht, der da drin sein soll, glaube ich. Ich zerschneide es einmal in eine Scheibe und dann mache ich noch eine Scheibe. Mal gucken. Ich finde, das reicht eigentlich schon fast, was ich habe an Melone. Ich glaube, jeder Koch wird jetzt die Hände über den Kopf schlagen, wenn er sieht, wie ich das gemacht habe. Aber für mich ist es okay. Ist ja nur für mich selbst. Jum, jum. Jum, jum. So. Das ist der erste Streich. Das ist jetzt erstmal schon mal hier drin. Und jetzt würde ich als nächstes anfangen, die Beeren reinzutun. Ich habe hier Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren und Banane. Das ist alles, was ich so an Früchten hatte zu Hause. Die benutze ich natürlich auch dann. So. Hier hin.
Und dann mache ich auch noch eine Banane. Wir wollen ja auch nicht übertreiben hier, ne? Mit den Vitaminen. Nein. So, dass ich die Eiswürfel rausnehme. Und die jetzt in so einen Silberpapier. Und dann mache ich die zum Crash-Eis, weil ich habe keine Crash-Eis-Maschine mehr. Ich hatte mal eine, aber ich glaube, ja, alt. Ist so alt, auf jeden Fall ist jetzt nicht mehr da. Wenn ich jetzt irgendwo im Keller finde, werde ich mich echt ärgern. Aber was soll's? Das ist jetzt so. Nicht daran entstimmt, Zweifel bleibt trotzdem und ich bin mich unter den Vorwürfen her. Ich habe mich jetzt entschlossen, meine Nachbarn nicht zu wecken. Die Eiswürfel so reinzutun. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt Imagine. Das will ich nämlich, ehrlich gesagt, endlich das ausprobieren. Ich habe sehr gespannt drauf. Hier einmal eine für mich. Und einmal eine Sprite. Und das werde ich jetzt zusammenkippen. Ich finde es auch sehr experimentell. Und habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt umsonst alles gemacht habe. Aber ja, das ist halt beim Testen immer so eine Sache. Deshalb kriege ich das Ding nicht auf. Nee. Sehr schön, sehr schön. So, erstmal Erdbeermehl rein. Ja. Ich hätte vielleicht die ganze reinmachen müssen. Aber egal, jetzt haben wir sie drin. Jetzt ist es so. Und jetzt kommt die Sprite rein. Jetzt gießen wir das Ganze mit Sprite auf. Es bekommt erstmal einen komischen Schaum. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Vielleicht hätte ich das andersrum machen müssen. Naja, auf jeden Fall schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt ja schon ziemlich viel drin hier. Und jetzt kommt der Taste-Test. Der absolute Taste-Test. Ich bin gespannt. Ich werde es mal einmal umrühren. So alles. Und das soll jetzt der koreanische Fruit Bowl-Trend sein. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob ich das gut finde. Ich bin ehrlich gesagt neuem immer sehr skeptisch erstmal gegenüber. Und besonders weiß ich nicht. Also eigentlich soll da sogar noch Gelee rein, aber das werde ich jetzt nicht machen. Das ist mir ein bisschen zu viel, too much. So, jetzt habe ich erstmal einen riesen Bowl. Ich weiß gar nicht, wann ich die alles essen soll. Aber ich bin jetzt super gespannt, wie es mir schmeckt. Der absolute Taste-Test angesagt. Ich bin gespannt, ob mich das wieder hydrieren wird. Ich verstehe jetzt wegen dem Crush-Eis. Wenn du das Eis so isst, ist es auf jeden Fall ein bisschen. Da musst du halt abwarten, bis es eben halt geschmolzen ist, dass es mundgerecht ist. Hat deswegen so einen kleinen Kranz, was ich ganz gut finde.
Und du hast die Erdbeeren und Früchte. Die schmecken irgendwie so eismäßig. Ich kann es mir vorstellen. Ich verstehe, warum man es mag. Also es ist breit und müllermig. Und Eis. Machen die Früchte wie Eis. Eine gesunde Art für mich, sich zu ernähren. Gar nicht schlecht. Gefällt mir. Naja, abgesehen von der Sprite und der Milch. Ich würde schon sagen, dass ich das nochmal machen würde, aber wahrscheinlich im Sommer eher. Und mit Crash Eis. Ich glaube, das ist nur der halbe Spaß, den ich mir gerade gönne. Aber es ist halt echt spät. Und ich möchte meine Nachbarn nicht wecken. Ich finde das schon ziemlich gut. Würde es also wieder essen. Aber wie gesagt, das nächste Mal auf jeden Fall mit Crushed Ice. Vielleicht noch anderen Früchten, die das farblich ja alles irgendwie noch netter gestalten. Und ich würde mir Freunde einladen, damit ich das nicht alleine essen muss, weil das ist echt viel. Also ich weiß nicht, wie ehrgeizig ich war, als ich diese halbe Melone aufgeschnitten habe. Aber die Melone ist echt der Hammer, gerade weil sie so kalt ist. Schmeckt sie so unglaublich frisch und lecker. Das ist mit den Himbeeren oder den Erdbeeren echt eine coole Kombi schon. Aber so grundsätzlich ist es lecker. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das im Sommer mal mache. Weil jetzt wird mir richtig kalt schon. Es ist wie gesagt nachts. Ich weiß ja nicht, wer auf die Idee kam, das nachts irgendwie zu machen, weil er irgendwie dehydriert ist. Es war wahrscheinlich aber Sommer. Und hier ist es gerade mal März. Und ich weiß auch nicht, was ich mit dem ganzen Sprite-Erdbeergemisch machen soll, der da jetzt noch überbleibt. Das ist auch so das Nächste, was ich mich frage. Aber ja, ich würde es wieder machen, einfach nur spaßhalber. Ich glaube, ich habe das halt falsch gemacht, weil ich die Eiswürfel ganz gelassen habe und deswegen jetzt auch immer um die so ein bisschen rum esse. Das war auch mein nächster Fehler. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Und dann vielleicht richtig. Und dann am Tag, wenn ich meine Nachbarn stören darf und Crash-Eis machen kann. Auf jeden Fall Crash-Eis, glaube ich, wäre wichtig. Und das war meine koreanische Fruit Bowl, die ich jetzt gemacht habe für euch. Beziehungsweise für mich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein.